Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Disney Dreamlight Valley. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In zwei Tagen, am 28. Februar 2024, ist es endlich soweit. Wir bekommen das neue Monster AG Update, beziehungsweise The Love Floor Update. Für mich ist es einfach das Monster AG Update. Und jetzt haben sie die Patch Notes gepostet. Alles auf Englisch, wie gesagt, es ist dann wieder auf Deutsch übersetzt durch die KI im Browser. Darum kann es manchmal zu grammatikalischen Fehlern kommen oder zu seltsamen Formulierungen, aber das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Das haben wir ja immer so gemacht. Und das ist eigentlich auch ganz gut. Man kann auf jeden Fall alles verstehen. Genau. Ja, die Patchnotes sind raus. Dort werden alle Fehlerbehebungen angezeigt, alle Verbesserungen, alles, was neu ist im Update, nochmal detailliert aufgeführt, was sehr, sehr geil ist. Da sind manchmal auch noch neue Sachen drin, die wir noch gar nicht wissen und so weiter. Darum Patchnotes immer sehr, 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 sehr spannend. Ich hoffe wirklich auf viele Fehlerbehebungen, damit das Spiel einfach glatt läuft endlich. Auch auf der Switch und auf allen anderen Konsolen, PC, dass viele auch endlich weiterspielen können, endlich mal nach Monaten. Ich hoffe auch, dass man das Baumhaus endlich im vergessenen Land verschieben kann. Das wäre richtig cool, aber ich glaube irgendwie nicht. Ich habe es auch noch gar nicht durchgelesen, absolut keine Ahnung, was uns erwarten wird. Legen wir los, genau. Tai, da müsste eigentlich das, The, müsste da stehen, The. The Love Floor Update Patch Note, 26. Februar 2024, 18 Uhr. Hallo Dorfbewohner im Tal, damit sind wir gemeint. Es ist wieder soweit, es ist Tag der Patch-Notizen und es kommt noch viel, viel besser, als ihr gedacht habt. Es ist unser erstes Update im neuen Jahr. Ja, ihr habt jetzt auch wirklich sehr lange gebraucht. Das letzte Update war am 5. Dezember. Und wie gesagt, das Update jetzt ist umsonst, es ist nur ein Update. Rift in Time geht ja am April weiter. Da müsst ihr aber auch nicht zahlen. Nur Rift in Time ist ja dieser DLC, der Download-Content, für den ihr bezahlt. Das ist ein Free-Update, also es wird für alle gratis sein. Da müsst ihr nichts bezahlen, weil das auch sehr oft gefragt wird. Genau. Das Team hat hart daran gearbeitet, die Magie von Disney und Pixars Monster AG zu vermitteln. Disney Dreamlight Valley und in Disney Dreamlight Valley zum Leben zu erwecken. Und wir freuen uns, sie offiziell im Love Floor begrüßen zu dürfen. Genau. Von einem neuen Reich und zwei monströsen neuen Dorfbewohnern bis hin zur Verbesserung in Daubert Ducks Laden und neuen Möglichkeiten, ein Avatar anzupassen, gibt es mit diesem Update eine Menge zu entdecken. Genau, es werden ja Mike und Sully kommen, es wird ein neues Realm im Schloss kommen, also so eine neue Tür. Es gibt Verbesserungen in Dagoberts Laden, also es wird mehr Flächen geben, mehr Verkaufsflächen. Das tägliche Limit von 25 wird wohl angehoben, werden wir wahrscheinlich gleich noch mehr zu lesen. Und es soll mehr neue Sachen geben, auch weniger Küchentheken und Betten und Couchen. Ich habe die wirklich auch in jeglichen Farben, ich glaube wir alle. Also mit Henkel links, Henkel rechts, Hängeschrank, Marmorflächen, Doppelbett in Grau, Doppelbett in Rot. Wir haben glaube ich alle Sachen. Das wäre schön, wenn wirklich neue Dinge kommen würden. Also wirklich komplett neue Dinge und es besser rotiert. Aber es soll diesmal wohl möglich sein und echt passieren, obwohl sie schon echt oft versprochen haben. Genau, und nicht nur das. Wir haben auch eine Vielzahl von Fehlerbehebungen und Optimierungen, die wir mit euch teilen möchten. Wie immer, dank des stets hilfreichen Feedbacks dieser Community. Ja, das sind verzweifelte Hilfeschreie von uns. Genau, darum ist es auch immer gut, wenn ihr Feedback abgebt, zum Beispiel bei Facebook, Instagram oder dem Support schreibt, damit die wissen, wo Fehler sind. Dann könnt ihr auch daran arbeiten. Macht dich bereit, das The Love Floor Update für Disney Dreamlight Valley erscheint am 28. Februar. Sehen Sie sich alle Details unten an. Los geht's, ich bin gespannt. Neue Inhalte und Verbesserung. Aber wie gesagt, meine Erwartungshaltung ist sehr weit unten. Das meiste wurde, glaube ich, eh schon gesagt. Mal gucken, ne? Eine neue Reichstür öffnet sich. Betreten Sie diese Love Floor und erleben Sie einen Tag im Leben dieser ikonischen Monster AG Gebietsschema. Genau, es ist einfach dann eine neue Tür im Schloss für 10.000 Dreamlight oder so, wo wir dann wieder Mike und Sully rausbekommen müssen. Wahrscheinlich wird das dann einfach die Fabrik sein, wo die beiden arbeiten, wo die diese Schreie auffangen von den Kindern. Zwei neue Charaktere. Es wäre nicht The Love Floor ohne Mike Glotzkowski und Sully. Eine brandneue Freundschaftsquest an und verdient monströse neue Gegenstände. Während ihr diese beiden im Tal willkommen heißt. Ich bin gespannt auf die Aufgaben. Ich finde ja persönlich mal die Aufgaben nie so geil. Da würde ich mir immer mal ein bisschen mehr Abwechslung wünschen und ein bisschen spannendere Geschichte und spannendere Aufgaben als immer nur Rede mit dem, sammel dies, sammel das, bau das an der Werkbank. Ich würde mir da ein bisschen mehr wünschen, werden wir wahrscheinlich erstmal nicht bekommen und gerne auch höheres Level. Vielleicht dann mal, dass es irgendwann bis Level 12, 14, 20 oder so weitergeht bei den Charakteren. Schreibt gerne eure Meinung zu den ganzen Neuerungen und Fehlerbingo auch in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Genau, überprüfe deine Postfächer im Spiel, oha.
um eine Überraschung zu erleben. Ich mag Überraschungen, also wenn sie gut sind. Und ich hoffe, sie sind gut. Mit dem Update der Lachboden, so heißt The Love Law auf Deutsch, erhalten alle Spieler, egal ob sie seit dem ersten Tag dabei sind oder in Zukunft dabei sein werden, zwei lang erwartete Gegenstände. Die Partnerstatue für euer Tal und das kunstvolle Traumlicht-Rüstungsoutfit. Genau, wurde uns ja auch schon im Teaser gezeigt, es wird diese Walt Disney Mickey Mouse Statue geben, die auch im Disneyland steht. Und es wird diese Rüstung geben. Okay, es ist einfach nur ein Outfit. Habe ich auch schon ein Video zu gemacht, guckt da gerne nochmal rein. Okay, es ist einfach nur ein Outfit, es wird auch keine magischen Kräfte und so weiter haben. So habe ich es mir auch schon gedacht, aber es sieht ganz cool aus und wir kriegen es direkt umsonst. Ist doch ganz nett. Genau. Ob die jetzt lange erwartet waren, die Gegenstände? Naja, ich habe sie eigentlich schon komplett vergessen. Ich habe die, glaube ich, einmal mal gesehen, aber es ist nett. Ist nett. Mach dich bereit, monströs zu leben, mit einer ganzen Reihe neuer Möglichkeiten deinen Avatar anzupassen. Von neuen Hauttönen über spezielle Kontaktlinsen für deine Augen bis hin zu neuen Ohrstilen, aus denen du wählen kannst. Genau, haben wir uns ja auch schon angeguckt, die ganzen verschiedenen Kontaktlinsen, die es geben wird. Ist ganz nett. Viele haben auch geschrieben, sie sollten lieber an anderen Problemen arbeiten und an wichtigeren Dingen. Es ist ein ganz nettes Feature. Ja, ne, kann man sich nicht beschweren. Ist, glaube ich, auch schnell für die erledigt. So, ist ganz cool. Ne? Ja, Hauttönen haben sich, glaube ich, auch schon viele gewünscht. Genau. Augen und Ohren sieht man halt fast gar nicht, weil man eigentlich immer relativ weit vom Charakter weg ist. Außer im Selfie-Modus, darum, ne, mal gucken, wie es so ist. Werden wir natürlich auch alles, werde ich natürlich auch Videos zu machen. Daumen das gerne, Abo und Like da, um nichts mehr zu verpassen. Wir werden natürlich alles streamen, es wird wieder Tipps und Tricks geben. Wir werden das ganze Update auf jeden Fall aufarbeiten. Ich werde euch alles zeigen, ne, würde ich mich sehr freuen. Danke, danke, Dankeschön. Planen Sie Ihren perfekten, gemütlichen Abend mit dem Premium Packet Bell Starlight Bundle. Oh, es gibt ein, neues Traumbündel anscheinend. Oder? Ja! Oha! Uiuiui, das wussten wir noch nicht. Planen Sie den perfekten, gemütlichen Abend mit dem Premium-Paket Bell Starlight Bundle, das eine große Auswahl an Anpassungsgegenständen bietet. Darunter ein Traumstil für Bell, also neue Klamotten. Ein Hausstil, okay, der zu Ihrem Empfindungen passt. Kleidungsstücke, Pyjamas und Möbel, ein Sternenlichtprojektor. Ui. Oh, so ein Planetarium. Okay, es wird anscheinend einen neuen Traumbündel geben, wie bei Wall-E und wer war es denn noch? Ursula, genau. Cool. Werden wir natürlich auch komplett durchspielen. Kostet wahrscheinlich wieder 4000 Mondsteine. Ein neuer Sternpfad beginnt, der aufregende neue Belohnung bietet, die zu gleichen Teilen süß, aber auch monströs sind. Es ist der Lovely Monster Star Path. Genau, da haben wir auch schon vieles gesehen. Da wird es wahrscheinlich auch das Kostüm geben, was diese Kleine getragen hat, dieses Kind. Buh, mit Monster E. Das wird es geben, diese Schlangenhaare wird es geben. Haben wir auch schon ein bisschen was von erfahren. Wir haben Dagobert Ducks Laden erweitert. Wir wissen, dass viele von euch fast jeden Tag vorbeischauen, in der Hoffnung, dass schwer fassbare Möbelstücke zu sehen sind, dass eure Sammlung zusammenhält. Also wird der Shop mit dieser Änderung jeden Tag mehr Optionen zur Auswahl bieten. Das ist doch schon mal ganz nett. Aber es wird wahrscheinlich keine Auswahl auf der Insel der Ewigkeit geben. Da wird das wahrscheinlich genau dieselben Sachen dann beinhalten. Ja, das ist noch nicht alles, was sich in Dagobert Ducks Laden geändert hat. Auf vielfachen Wunsch sind die Türen jetzt wieder endlich. Genau, es gibt ja auch Türen. Gibt es auch neue Türen? Ich habe, glaube ich, nämlich schon alle. Also ich sollte schon alle Türen haben. Wir haben eure Wünsche erhört und freuen uns, euch mitteilen zu können, dass die Möglichkeit, den Namen eures Avatars zu ändern, jetzt in der Spieleinstellung zu finden ist. Ja, man kann seinen Namen ändern. Ja, habe ich mir jetzt nicht gewünscht, aber ist ganz nett. Für begrenzte Zeit kommen weitere optionale Gegenstände in den Premium-Laden, ebenso wie einige wiederkehrende Favoriten aus vergangenen Sternfahren. Oha! Oha, wir werden alte Sachen aus Sternfahren bekommen. Genau, damit ist jetzt bestätigt, wir werden jetzt wahrscheinlich dann alles mit Mondstein kaufen können. Also Riesenrad, die ganzen Karussells, die ersten Sternpfade, werden sie jetzt alles verhökern für echte Mondsteine. Ja, ne? Ja, aber ist doch cool, dass man es doch irgendwie jetzt kriegen kann. Finde ich ganz nett. Das heißt, wir müssen noch mehr Mondsteine gewinnen bei Dreamsnaps und so. Drück dich aus und belohne dich mit einer großen, außer einer neuen wöchentlichen Dreamsnaps-Herausforderung. Juhu! Ja, das waren praktisch eigentlich alle Neuerungen, die jetzt mit dem Update kommen. Ist ein bisschen mager, finde ich. Aber ja, mehr habe ich jetzt auch wirklich nicht erwartet. Ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, dass Dreamsnaps nochmal verbessert wird. Das hätte ich cool gefunden. Dass man dann, ne, dass man noch Ranglisten hat, mehr Möglichkeiten. Vielleicht wirklich mal Levelerhöhung des eigenen Charakters, dass man da mehr freischalten kann. Möglichkeiten, sich ins Bett zu legen oder mit Gegenständen zu interagieren. Das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Es ist halt so ein Standard-Update, wollen wir mal so sagen, ne? Ja, also ein paar coole Sachen sind dabei, aber jetzt auch nichts wirklich Wildes. Habe ich jetzt aber auch nicht großartig erwartet. Genau. Jetzt kommen wir zu den wichtigsten Änderungen und Fehlerbehebungen. Das wird jetzt auch sehr interessant. Schreibt da mal gerne in die Kommentare, ob ihr davon betroffen seid.
Und da ist ja auch irgendwas mit dieser Kaffeemaschine, das höre ich auch so oft, diese Espresso-Maschine, dass da irgendwas bei Cherimi, dass man die nicht entfernen kann oder irgendwie sowas. Oder irgendwie ein Fahrrad von der blauen Oma. Ganz viele so Fehler gibt's ja. Genau, gehen wir es mal durch. Quest, der Schwarm der wilden Verwicklung. Es wurde ein Fehler behoben, durch den es unmöglich war, ein Foto zu machen, weil die Bugs verschwunden waren. Also Käfer? Könnte sein. Quest, der verschwundene Prinz. Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Statuenteil nicht spawnte oder nicht eingesammelt werden konnte. Habe ich nichts von gehört, ich habe auch keine Probleme. Quest, fliegendes Metallärgernis. Es wurde ein Fehler behoben, durch den ein Sandstein dem Spieler den Weg versperren konnte. Auch noch nie was von gehört. Quest, der Saat der Erinnerung. Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Traumlichtbaum nicht wuchs. Also der Dreamlightbaum. Habe ich auch noch nie was von gehört. Quest Bibidi-Babidi-Hoppla. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Espresso-Maschine, da ist sie doch, für einige Spieler nicht in Cherimi angezeigt wurde. Genau, die wird nicht angezeigt. Ja, das sollte jetzt behoben werden. Wunderbar. Das wurde halt so oft gesagt die letzten Monate. Quest Wiederherstellung des Sonnensteins. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Quest beim Schritt vergrabt das Fragment der Dämmerung stecken bleiben konnte. Absolut keine Ahnung, was das bedeutet. Quest, es klopft an. Es wurde ein Fehler behoben, durch den nicht mit dem Baum interagiert werden konnte. Hatten wir auch sehr oft. Genau, der Baum von Buck Skellington, wo man ja diese Matroschka sammeln muss. Da musst du ja mit diesem Halloween-Baum interagieren. Hat bei vielen nicht funktioniert. Die konnten bisher nicht Jack Skellington holen. Sollte damit jetzt auch wieder funktionieren. Wunderbar. Genau. Quest, das Herz des Traumlichttals. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die beiden Herzfragmente in der Handwerksstation als dasselbe erkannt wurden. Quest, der große Schneesturm. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die glitzernden Wasserpartikel nicht angezeigt wurden. Das weiß ich auch gar nicht, was das ist. Meinen die diese Schneepartikel? Wo man, glaube ich, 10 Stück von sammeln musste. Ne? Da hatten auch viele Probleme in den eisigen Höhlen. Ich glaube, das ist damit gemeint. Quest, wenn es knallt. Es wurde ein Fehler behoben, durch den eine Flamme in einen unerreichbaren Bereich spawnen konnte. Quest, der Turm. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Rankensamen nicht angezeigt wurden. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr von diesen Fehlern irgendwie betroffen seid, davon schon mal gehört habt. Es gibt auf jeden Fall viele Fehler. Quest, das vergessene Projekt. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die dritte Kiste nicht spawnen konnte. Quest, die Zeremonie. Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Ehrenplatz nicht als vor dem Haus platziert registriert wurde. Was war nochmal der Ehrenplatz? Das war von Gaston, glaube ich, ne? Ach, okay, glaube ich schon. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die zweite Hälfte der uralten Sphäre durch einen Sandstein blockiert werden konnte. Auch nie von gehört. Ich bin wirklich von Fehlern und Bugs echt verschont geblieben. Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige Spieler den Initialisierungsfehler 101 erhielten, wenn sie versuchten, das Spiel zu laden. Den hatte ich auch mal. Ich glaube, 102 hatte ich mal. Das war beim Bell-Update. Da konnte ich auch einen Tag nicht spielen. Genau. Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige Objekte nicht auf entsprechende Möbel platziert werden konnten. Sollte jetzt auch der Vergangenheit angehören. Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige Objekte nicht von Möbeln entfernt werden konnten, wenn sie darauf platziert wurden. Es wurde ein Fehler behoben, durch den eine unsichtbare Wand einige Spieler daran hindern konnte, den Strandbereich in den Ruinen zu erreichen. Uiuiui. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Wall-E, der Garten von E, konnte für einige Spieler verschwinden. Okay, auch noch nie von gehört. Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige Gartenmöbel oder Bäume durch den Kauf von Gegenständen im Dagobert-Shop vorübergehend nicht mehr mit dem Boden verschmolzen. Okay, sind die dann in der Luft geschwoben? Geschwebt? Geschwappt? Geil, habe ich auch noch nie von gehört. Also Wahnsinn, was es alles gibt. Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige Spieler keine Dream-Snaps-Belohnung beanspruchen konnten. Das habe ich sehr oft gehört. Das sollte jetzt auch wieder hoffentlich laufen. Es wurden mehrere standortspezifische Probleme behoben, bei denen Gegenstände nicht mehr erreichbar waren. Okay, verschiedene zusätzliche Fehlerbehebungen, Lokalisierungskorrekturen und Stabilitätsverbesserungen. Genau, das war's. Genau, das wird uns alles in dem Update erwarten. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Es ist halt so ein Standard-Update. 2 neue Charaktere, Traumbündel, Sternpass, paar kleine Verbesserungen am Avatar, Dagobert. Genau, ne? Namen ändern. Die alten Sternfahrtsachen wieder im Premium-Shop finde ich ganz cool. Es ist okay, ne? Es ist jetzt nichts Wildes. Habe ich auch nicht erwartet. Viele Fehlerbehebungen, die, glaube ich, worüber sich viele freuen werden. Das auf jeden Fall. Das war jetzt auch das Mindeste. Ich meine, dafür haben sie jetzt auch 3 Monate gebraucht. Ja, ey. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir werden das alles zocken. Mittwoch wird es auch einen Stream geben, 20 Uhr. Darum lasst gerne Abo und Like da, um nichts zu verpassen. Danke, danke, Dankeschön. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim Update wieder in 2 Tagen und auch beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao, ciao.